Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Oblivion. Im letzten Part habe ich beschlossen, dass wir die Dunkle Bruderschaft beginnen. Und hier ist derjenige, den wir dafür umbringen müssen, falls euch noch erinnert. Denn es hieß zu uns, wir sollen einen gewissen wie hieß er? Rufio, nicht Ravio. Ravio war wer anders. Alle, die sich letztens noch Zelda Link Between Worlds kennen, die wissen das. Und joa, wir sollen Rufio, den Gar ausmachen. Und ja. Joa, erstmal bestehlen. Erstmal wecken, weil wir nett sind. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Ich habe nichts getan. Oh, aber ihr schon. Okay. Sagt nichts. Lasst mich in Ruhe. Oh. Okay. Okay. Na dann, sind wir mal so nett. Machen die Tür zu. Na dann. Ja! Zack. Der Mann namens Rufio ist tot. Wenn ich das nächste Mal schlafe, wird Lucien Lachance mich noch einmal aufsuchen und meine Aufnahme in die Dunkle Bruderschaft vervollständigen. Boah, richtig asi. Der dreht mir sogar den Rücken zu. So richtig eiskalt. Aber liegt cool da, muss man mal so sagen. Der ist gut hingeflogen. Am besten jetzt noch so voll in die Kiste reinstecken. Das wäre ein bisschen asozial, ich weiß. Aber ja, schlafen wir mal eine Stunde lang. Dann werden wir aufgenommen. Oh yeah. Die Tat ist also getan. Woher ich das weiß? Ihr werdet sehen, dass die Dunkle Bruderschaft eine Menge weiß. Denn ihr seid nun ein Teil der Familie. Yes. Mein Leben für die Bruderschaft und was jetzt? Nehmt euer Schicksal an. Indem ihr Rufio erschlugt, unterschrieb ihr einen besonderen Vertrag. Die Art der Exekution war eure Unterschrift. Und Rufios Blut diente als Tinte. Okay. Mir als dem Sprecher der Schwarzen Hand untersteht eine besondere Gruppe innerhalb unserer Familie. Ihr werdet dieser Gruppe beitreten und die erhaltenen Aufträge erfüllen. Als nächstes müsst ihr euch nach Chardinal begeben, in das verlassene Haus in der Nähe der östlichen Stadtmauer. Geht in den alten Keller und versucht, die schwarze Tür dort zu öffnen. Jemand wird euch eine Frage stellen. Antwortet so. Sanguin, mein Bruder. So erhaltet ihr Zutritt zur Zuflucht. Sprecht dort mit Ocheva. Es ist nun die Zeit des Abschieds für uns, denn es ist vieles noch zu tun. Ich werde euren Fortschritt verfolgen. Willkommen in der Familie. Dankeschön. Also, lass mal ein bisschen reden. Wisset dies. Jeder dunkle Bruder und jede dunkle Schwester sind Kinder der Sithis. Er, den wir Sithis nennen, trägt viele andere Namen. Chaos, Verdammung, Zwietracht. Sithis ist die Lehre. Wir von der dunklen Bruderschaft dienen der Mutter der Nacht, der Braut von Sithis. Die Mutter der Nacht führt ihre Kinder mit einer fürchterlichen schwarzen Hand. Die schwarze Hand ist das leitende Organ der dunklen Bruderschaft. Es besteht aus einem Zuhörer und vier Sprechern. Vier Finger und ein Daumen, wenn man so will. Okay. Als Mitglied der dunklen Bruderschaft müsst ihr die fünf Gebote befolgen. Sie sind die Gesetze, die uns leiten und schützen. Okay, und diese fünf Gebote lauten wie? Dies sind die fünf Gebote. Erstes Gebot. Entehrt niemals die Mutter der Nacht. Diese Handlung erweckt den Zorn von Sithis. Zweites Gebot.
Verratet niemals die dunkle Bruderschaft oder ihre Geheimnisse. Diese Handlung erweckt den Zorn von Setis. Drittes Gebot. Missachtet niemals den Befehl eines höhergestellten Mitglieds der dunklen Bruderschaft. Diese Handlung erweckt den Zorn von Setis. Viertes Gebot. Stehlt niemals die Besitztümer eines dunklen Bruders oder einer dunklen Schwester. Diese Handlung erweckt den Zorn von Setis. Fünftes Gebot. Tötet niemals einen dunklen Bruder oder eine dunkle Schwester. Diese Handlung erweckt den Zorn von Setis. Also ihr könnt euch so vorstellen, Setis ist wirklich ein launischer Typ, anscheinend. Weil wegen jeder Kleinigkeit, wo du falsch machst, erweckt es seinen Zorn. Lieber Bruder, ich verbreite keine Gerüchte, ich erschaffe sie. Ja, das ist natürlich schon genial, dieser Spruch. Wir lobpreisen unsere gottlose Hüterin. Aus ihrem beschatteten Schoß sind wir geboren. Ihre Brust nährt uns Bosheit und Schmerz. Sie liebt ihre Kinder. Okay. Wer war eigentlich dieser Rufio? Rufio ist tot. Gute Arbeit. Die Familie wird euch nun mit offenen Armen aufnehmen. Ja, soviel zu dem Thema. Wir erfahren jetzt etwas über Rufio. Wie beschreibe ich am besten unseren fürchterlichen Vater? Stellt euch eine perfekte, wolkenlose Mitternacht vor, kalt wie Eis und in Schatten gehüllt. Das ist Setis. Okay, folge ich dessen, wissen Sie aber nicht ganz genau, was eigentlich Setis ist, beziehungsweise wer. Ihr seid nun eins mit der dunklen Bruderschaft. Besucht Ocheva in der Jardinal-Zuflucht und euer neues Leben wird beginnen. Na dann. Uff Gott. Ja, und der hat erstmal so einen Unsichtbarkeitszauber drin. Ich weiß nicht, ich habe ihn bisher einmal angegriffen. Wir sind mal so freundlich, machen hier zu. Und ja. Ja, ich habe noch freie Zimmer. Was wollt ihr? Eigentlich nichts. Ich wollte nur wissen, warum eigentlich diese Schenke zum bösen Omen heißt. Ein schrecklicher Name für ein Gasthaus, ich weiß. Aber ich kann mich einfach nicht dazu durchringen, ihn zu ändern. Abgesehen davon gefällt mir das Schild. Okay, ja gut. Im Westen, in Alt-Kolovia, da ist ein Mann noch ein Mann. Das ist die Goldküste, die Westebene und das kolovianische Hochland. Okay. Lebt wohl und sagt es euren Freunden. Die Schenke zum schlechten Omen hat geöffnet, wie immer. Okay. Schau an. Na dann, würde ich sagen, auf nach Chardinal zu dem verlassenen Haus, damit wir endlich mal der dunklen Bruderschaft beitreten. Und ich habe es auch schon mal, ich glaube, ich habe es schon mehrfach erwähnt, ich sage es trotzdem nochmal. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja genau, ich habe vor, neben der Hauptstory auch noch die ganzen, Ihr seid, hi. Ja, das was halt, fällt's gerade nicht ein. Zudem gehört halt auch die dunkle Bruderschaft, so, es gibt 5 Stück, oder? Warte mal. Genau, die Gilden. Jetzt hab ich's. Kämpfergilde war ja das erste. Dann, jetzt die Dunkle Bruderschaft. Dann gibt's noch die Arena. Die Magiergilde. War's das? Kann es sein? Ja, genau, die Diebesgilde. So, waren doch 5. Gut. Mal schauen, ob ich überhaupt entdeckt werde. Ja gut. Hi. Und wen werde ich jetzt noch beachtet? Oh. Ernsthaft jetzt. Lauf schneller.
Massenversammlung hier. Und von wem werde ich jetzt begutachtet? Wer sieht mich denn? Mir sieht doch keiner. Egal. So. Gott sei Dank, ey, hat funktioniert. Weil, ich weiß noch, ich werde einmal bisher die dunkle Bruderschaft machen, also beim ersten durchspielen. Und dann ist es mir tatsächlich passiert. Ich hatte keine, ich habe einfach keine mehr bekommen, keine, Dietriche. Und joa, war nicht so geil. Boah, wie einfach alles zerstört ist. Also wer auch immer hier gewütet hat, der war ganz schön böse, ey. Joa, alles demoliert und zerstört, zerstückelt. Ja, aber jetzt gehen wir einfach mal runter in den Keller. Okay, eine Wand eingeschlagen. Oh. Ich glaube, spätestens jetzt würde jeder Normale wegrennen. Vor allen Dingen bei diesem Geräusch, ey. Aber hier sieht man auch so ein wunderschönes Schaubild. Hier die Mutter der Nacht. Hier die... Ah, das ist gerade wirklich tiefsagend, mehr sagender als man denkt. Und zwar hier ist die Mutter der Nacht. Hier sind die vier Finger. Ne? Diese vier Leiter. Und hier ist der Sprecher, sprich die fünfte Hand. Und das hier ist The Tith. Also wirklich, das ist mir gerade erst mal aufgefallen. Auf jeden Fall hier The Tith, Mutter der Nacht, der Sprecher und die vier Leiter. Nice, dass man auf so ein Detail überhaupt geachtet hat. Welche Farbe hat die Nacht? Sanguin, mein Bruder. Quatsch, Sanguine, mein Bruder. Joa. Also als Normalsterblicher, ich glaube, du würdest sofort wieder abhauen. Oh, die dunkle Bruderschaft ist gar nicht mal so krass böse, wie man eigentlich denkt. Klar, alle haben Angst vor denen. Aber die dunkle Bruderschaft hat eigentlich einen tiefgehenderen Sinn, als man denkt. Ich habe Zutritt zur Zuflucht der dunklen Bruderschaft erlangt. Jo. Willkommen daheim. Hi. Seid gegrüßt, Bruder. Seid gegrüßt. Ich bin Otsheva, die Herrin dieser Zuflucht. Lucien hat mir alles über euch erzählt. Ich heiße euch bei der dunklen Bruderschaft willkommen. Ihr seid nun in unserer Zuflucht. Möge sie euch als neues Zuhause und Ort der Sicherheit und Gemütlichkeit dienen, wann immer ihr einen solchen benötigt. Wenn ihr zur Arbeit bereit seid, sprecht mit Vicente Valtieri. Er ist für alle Aufträge für neue Familienmitglieder zuständig. Bevor ihr geht, nehmt bitte dieses Geschenk eurer neuen Familie an. Eine einzigartige Rüstung, leichter als normales Leder und so schwarz wie die Nacht. Doch ich halte euch schon viel zu lange auf. Vicente wartet schon. Ihr findet ihn in seinem Quartier. Geht jetzt, mein Kind, und möge Sittis mit euch sein. Dankeschön. Aber irgendwie macht mich dieses Skelett hier im Hintergrund ein bisschen... ja, er schüchtert mich ein kleines wenig ein, genauso wie das der Hintergrund komplett steht. Das, ja, vor allen Dingen dieser Blick von allen da ist ein klein wenig einschüchternd. Aber wer ist eigentlich Lucien Lachance? Lucien kommt nicht oft hierher. Seine Pflichten bei der Schwarzen Hand erfordern seine ganze Hingabe. Deshalb hat er mir die Aufgabe übertragen, in der Zuflucht nach dem Rechten zu sehen. Okay. Wer die Dienste der dunklen Bruderschaft in Anspruch nehmen möchte, muss ein Ritual für die Mutter der Nacht ausführen. Nur dann erhört sie die Gebete der Mörder. Okay. Es ist ein uralter Ritus, dieses schwarze Sakrament. Im ganzen Kaiserreich flehen Menschen tagtäglich die Mutter der Nacht an, die Leben anderer zu beenden. Okay. Wenn jemand das Ritual ausgeführt hat, nimmt ein Sprecher Kontakt zu ihm auf. Gold wechselt seinen Besitzer und die Einzelheiten werden besprochen.
So war es schon immer. Okay. Also, kurz zusammengefasst, es ist bei der dunklen Bruderschaft so, man selber fleht jemanden an, jemand anderen zu töten. Ne? Meuchelmörder wird das hier auch genannt. Und das läuft dann so ab, dass derjenige, wo jemanden töten will, die Mutter der Nacht anfleht, diese sagt es dann dem Sprecher und der Sprecher leitet es dann weiter an die Leiter. Und dieser dann an die einzelnen Mitglieder der dunklen Bruderschaft. Eigentlich ganz nice. Ne? Eigentlich. Diese Narren in der Kirche und ihre sogenannten neuen Göttlichen. Es gibt keine Gottheit jenseits der ewigen und schrecklichen Herrschaft unseres fürchterlichen Vaters Sittis. Oh, wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest, aber ich will jetzt noch nicht spoilern. Das kommt nämlich erst im Add-on. Dies ist nicht die einzige Zuflucht der dunklen Bruderschaft. In ganz Cyrodiil sind andere verborgen. Jeder steht ein Sprecher der Schwarzen Hand vor. Ah nee, warte, die vier hießen Sprecher und der fünfte weiß ich gerade nicht mehr. Naja, der, wo auf jeden Fall den Daumen spielt. Ich habe Gerüchte gehört. Im letzten Jahr sollen einige Mitglieder der Familie ermordet aufgefunden worden sein. Könnte sich unter den Meuchelmördern ein Meuchelmörder befinden? Okay. Geht nun, geschätztes Familienmitglied, und möge die Mutter der Nacht euch unter ihre kalten, liebevollen Fittiche nehmen. Kalte Fittiche? Hey, guten Tag, und wie geht's dir so? Hey, ich rede mit dir. Okay. Bin ich seid ja auch gerade so erschrocken, als ich näher an ihn rangegangen bin und er sich plötzlich zu mir gedreht hat. Uah. Ich möchte euch in dieser Zuflucht begrüßen, mein neuer Bruder. Hallo, Tainava. Ich heiße euch in unserer Familie willkommen und an diesem Zufluchtsort. Fühlt euch hier wie zu Hause, liebevoll umarmt von der Mutter der Nacht. Dankeschön. Was sagt ihr über Lucien Lachance? Ocheva und ich kennen Lucien schon aus Kindertagen. Er hat uns in den Weisen der Schattenschuppen unterrichtet und ist wie ein Vater für uns. Oh, okay. Nett. Dann, was sagst du über die Mutter der Nacht? Die Mutter der Nacht ist die unheilige Ziehmutter der dunklen Bruderschaft. Sie leitet unser Handeln, so wie der fürchterliche Vater Sittis einst ihres geleitet hat. Oh, okay. In der argonischen Heimat Schwarzmarsch werden jene, die unter dem Zeichen des Schattens geboren werden, direkt nach ihrer Geburt zur dunklen Bruderschaft gebracht. Oh, okay. Jeder Schattenschuppenjüngling wird in den Künsten der Heimlichkeit und des Meuchelmordes ausgebildet und verbringt sein Leben im Dienst des mächtigen Königreichs Argonien. Jede Schattenschuppe, die die Volljährigkeit erreicht, wird als vollwertiges Familienmitglied in die dunkle Bruderschaft aufgenommen. So war es bei mir und bei Ocheva. Okay, interessant. Interessant. Wer Sittis ist, fragt ihr. Manche nennen ihn den fürchterlichen Vater. Die dunkle Bruderschaft ist vor sehr langer Zeit aus einer furchtbaren Liebe entstanden. Okay. Ich habe gehört, dass der Graf von Chardinal Informationen über diese Zuflucht hat, aber er erhält viel Gold sowie andere Vergünstigungen, damit er den Mund hält. Okay. Interessant. Das heißt, so viel wie die Herrscher wissen von der dunklen Bruderschaft und wo sie auch zu finden ist. Interessant, interessant. In den Hallen der Zuflucht sind Gerüchte zu hören. Einige glauben, ein Verräter sei unter uns, dass die Bruderschaft verraten worden sei. Okay. Sittis sei mit euch. Ich habe so viel von euch gehört. Willkommen in unserer Familie. Was soll die ganze Umherschleicherei und Versteckerei? Mein lieber Gogron, ihr seid einer der Lebenslöscher der dunklen Bruderschaft. Schatten und Täuschung sind unser Credo. Sind euch unsere Geheimnisse nichts wert?
Ja, ja, natürlich sind uns unsere Geheimnisse wichtig und ich habe sie immer streng gehütet. Aber Tarnung zum Töten zu verwenden, es scheint mir ein Zeichen der Schwäche. Aber Bruder, einige unserer Aufträge erfordern Feingefühl. Ihr müsst zumindest versuchen, die angebotenen Boni zu verdienen. Zulagen? Vergesst es. Gold und Zauberdinge sind kein Ersatz für die Freiheit, überall und jederzeit jemanden totschlagen zu dürfen. Oh, Gogron. Eure Methoden mögen ungeschlacht sein, aber ihr tragt das Herz am rechten Fleck. Interessant, interessant. Da seid ihr ja. Willkommen, willkommen. Ich will eigentlich noch mit der anderen reden. Hoffentlich haut ihr jetzt nicht ab. Ah, seid gegrüßt. Eure Anwesenheit ehrt mich. Wie kann Otsheva euch behilflich sein? Gar nicht. Diese Leiter führt übrigens zum Brunnen, wo wir vorhin gesehen haben. Boah, ich würde jetzt ganz gerne noch mit der anderen reden, aber die ist anscheinend da reingegangen. Die Dunkle Bruderschaft, da haben sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, die Entwickler. Also muss man wirklich tiefsten Lob aussprechen. Da waren sie allgemein ziemlich lang dran anscheinend. Eine Ratte. Intrigant, okay. Ja gut. Da seid ihr ja. Willkommen. Willkommen in der Familie. Ich würde euch ja umarmen, aber Otsheva hat es mir untersagt. Okay, stell ich mir witzig vor. Ups. Ich wollte ganz kurz rausgehen danach, dass er sich hinstellt. Dann bis später. Oder ich mich so hinschaue. Ja, Bruder? Was kann der alte Gogron für euch tun? Ja, ne, macht schon mal einen netten Eindruck, obwohl er ein Meuchelmörder ist. Vor allem sieht man es an seinen Augen überhaupt nicht an. Lol. Hey, ich will ja keine Geschichten erzählen, aber Telendril und ich, ihr wisst schon, ihr glaubt mir nicht, ich habe ihre Unterwäsche als Beweis. Ja, das war der geil, ne? Epic. Ich habe einmal erlebt, wie Lucien mit einem aufsässigen Bruder umgegangen ist, der gegen die Gebote verstoßen hatte. Ich brauchte eine Woche, um das Blut von meinen Stiefeln zu entfernen. Oh. Okay. Ich weiß nicht, wer die Mutter der Nacht ist, aber sie bezahlt mich dafür, Leute umzubringen. Hätte meine eigene Mutter mich doch so sehr geliebt. Okay. Wahrhaftig? Ich habe nie wirklich verstanden, wer oder was Sitis wirklich ist. Solange ich die Gebote befolge und meine Aufträge erfülle, sollte er zufrieden sein. Okay. Ihr kennt ja die Redensart. Zu Hause ist dort, wo du den Kopf deines Feindes aufhängst. Okay. Dann bis später. Ich weiß ehrlich nicht, wieso, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, der ist ein klein wenig krank. Aber ein netter Typ. Solange er mir nichts tut, ist alles okay. Ja, grüß dich. Guten Tag. Macht, dass ihr wegkommt. Wenn das nicht das neue Familienmitglied ist. Nur damit das klar ist, die Gebote erlauben es mir nicht, euch zu töten. Aber niemand kann mich zwingen, euch zu mögen. Ich verkaufe euch nur deshalb Ausrüstung, weil Otsheva mich dazu zwingt. Diese Familie braucht keine Fremden. Okay. Ich weiß, aus zuverlässigen Quellen, dass es sich beim jüngsten Neuzugang zur Bruderschaft um einen lästigen Welpen handelt, der nicht einmal würdig ist, mir die Stiefel zu lecken. Gute Geschichte, oder? Ja, auf jeden Fall ein sehr netter Typ. Übelriechender Affe. Hey, ich bin Ork. Kein Affe. Guten Tag. Ah, da seid ihr. Wie schön, euch endlich zu treffen. Die Augen, die Zähne, erkennt man die? Auf jeden Fall ist er ein Vampir. Seid herzlichst gegrüßt. Ich nehme an, ihr habt bereits mit Otsheva gesprochen. Ich bin Vicente Valtieri. Ich organisiere die Aufträge für alle neuen Mitglieder der Familie. Bitte lasst euch von meiner
Erscheinung nicht beunruhigen. Die Bedürfnisse und Gebote der dunklen Bruderschaft kommen vor meinen eigenen Bedürfnissen als Vampir. Wenn ihr nun bereit seid, mit der Arbeit zu beginnen, gebe ich euch euren ersten Auftrag. Okay. Ein Auftrag ist ein geheimer Pakt mit der dunklen Bruderschaft. Sie geben uns Gold und wir eliminieren eine Person. Ein Auftrag wird durch einen erfahrenen Meuchelmörder wie euch ausgeführt, der die Verpflichtung der dunklen Bruderschaft gegenüber unseren Kunden erfüllt. So war es schon immer. Bei der Ausführung eines Auftrags könnt ihr euch einen Bonus verdienen, wenn ihr bestimmte Vorgaben erfüllt. Nun lasst uns beginnen. Okay. Ich weiß nicht, was ihr von Piraten haltet, aber ihr müsst einen töten. Einen Kapitän, um genau zu sein. Auf seinem Schiff, umgeben von seiner Mannschaft. Wie sieht es aus? Okay. Hervorragend. Ihr müsst Folgendes tun. Geht zum Hafenviertel der Kaiserstadt. Dort liegt ein Schiff vor Anker. Die Marie Elena. Geht an Bord des Schiffes und sucht den Kapitän Gaston Tussaud. Er hält sich vermutlich in seiner Kajüte auf. Tötet Tussaud auf beliebige Weise. Die Piraten sind dabei, ihr Schiff zu beladen. Ihr könnt euch möglicherweise in einer der Kisten an Bord schmuggeln. Ach, und noch etwas. Fragt eure Brüder und Schwestern nach aktuellen Aufträgen. Ihr Rat kann sehr wertvoll sein. Okay, dann fragen wir ihn noch. Und dann beende ich diesen Part auch, weil es schon 26 Minuten her ist, seit ich den Part begonnen habe. Lol. Ja, und ich habe irgendwie kaum was gesagt, aber hey, müsst ihr meine Stimme weniger ertragen. Gut. Der Graf von Skingrad ist nicht ganz der, der er zu sein scheint. Sagen wir einfach, nicht nur ich mag seine Abende. Okay. Ja, und ganz kurz, der Graf von Skingrad ist auch ein Vampir, deswegen. Als ich in die Familie kam, wurde diese Zuflucht von einem anderen Sprecher geleitet. Lucienne übernahm, als sie beim Erfüllen eines Auftrages getötet wurde. Oh. Okay. Die Mutter der Nacht spricht nur mit einem einzigen Mitglied der dunklen Bruderschaft, dem Zuhörer der schwarzen Hand. Genau so ist er. Und wenn unsere Herrin spricht, dann folgt der Tod. Okay. Sittis ist die Dunkelheit seit Unzeiten. Er ist kein Daedra und lebt nicht im Reich von Oblivion. Nein, Sittis ist etwas völlig anderes. Okay, und was eigentlich wegen Vampiren so? Ich wurde vor 300 Jahren vom Vampirismus heimgesucht, als ich auf einer Expedition tief im Aschland von Wardenfell unterwegs war. Fast 100 Jahre lang jagte ich im Verborgenen, bis die dunkle Bruderschaft mich fand. Heute habe ich eine Familie, die meine einzigartige Begabung nicht nur akzeptiert, sondern zu schätzen weiß. Eines Tages, vielleicht, wenn ich glaube, ihr habt es verdient, gebe ich euch eine Chance, zu einem Jäger der Nacht zu werden. Okay. Diese Zuflucht gibt es schon länger, als ich der dunklen Bruderschaft angehöre, und das ist 200 Jahre her. Okay. Als Pirat hat Gaston Tussaud sicherlich eine Menge Blut vergossen. Jemand ist auf Rache aus und hat uns angeheuert, um sie auszuführen. Okay, also dann würde ich sagen... Ja, schön, dass die Tür auch die ganze Zeit hinten dran... Vergießt etwas Blut für mich, lieber Bruder. So laut war. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's dann mit diesem Part, wo die dunkle Bruderschaft ein wenig erklärt wurde. Sowas gehört halt auch mal dazu. Aber hey, wo viel erklärt wird, kann nicht viel gefailt werden, ne? Also, dann... Ihr seid wie ein düsteres Geschenk von der Mutter der Nacht persönlich. Dankeschön. Sagt, wie kann ich euch helfen? Ob das wohl an meinem Helm liegt, den ich im letzten Part bekommen habe? Ja, Quatsch, im vorletzten Part. Ja, egal. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Part oder auch nichts. Und ist gerade im Hintergrund. Boah. Also, bis dann oder auch nichts. Bye.